Service coming, Kuma coming. Yeah, morning. Während wir wieder das Frühstück genießen, kümmert sich die Belegschaft der Villa um das Haus. Das Eichhörnchen, das man hier Lena nennt, scheint von irgendetwas aufgeregt zu sein. Jedenfalls schlägt es einen Heidenlärm. Bei einem Strandspaziergang besichtigen wir eine Villa, die gerade neu gebaut wurde, einige hundert Meter von uns entfernt. Vielleicht ist wieder gerade gebaut, glaube ich. Heute sind wir zum Mittagessen eingeladen, bei unseren Masseuren Vidura und seiner Frau Nadika. Und, bis zur Hauswand, ne? Mhm. Aha. Aber das Haus ist groß. Ja. Das Haus ist groß. Die beiden haben ein wirklich schönes Haus mit einem großen Garten und sogar einen eigenen Brunnen. In einem Raum sind Fotos der Familie aufgestellt und wir erfahren erst jetzt, dass die beiden Kinder haben. Vidura und Nadika arbeiten viel und sie sparen, wo sie nur können, um den Bau des Hauses vorantreiben zu können. Überall sind wunderschöne Möbel aufgestellt. Und die Griffe sind schön. Wir haben im Esszimmer so einen Schrank und es war so schön, schwer, den zu bekommen. Das wäre was für unser Haus. Ja. Wir beide das Haus angefangen haben, vor dann vor, mit Leben. 15 Jahre Bauzeit. Alles geht, sparen und sparen. Ja, gut. Aber das ist eine Lehre. Das wird was? Das ist nur ein bisschen ein Wasserbrunnen oder etwas. Fisch. Das ist Salade. Das ist Calamari. Calamari. Bohnen. Das ist Fisch. Das ist auch Fisch. Ja, das ist auch Fisch. Warum? Das ist Wahnsinn. Das ist ja viel zu viel.
Was uns die beiden da vorsetzen, ist wirklich gewaltig. Während wir das Besteck verwenden, isst Vidura traditionell mit der rechten Hand. Als Nachspeise gibt es dann noch leckeres, aber auch teures Büffeljoghurt. Büffeljoghurt mit Palmenhonig. Mm. Der Wunderschrank. Vidura hatte früher in Gaul einen kleinen Stand zum Verkauf von Souvenirs. Er zeigt uns seine Restbestände. Und wir kaufen ein paar Kleinigkeiten als Mitbringsel. Schließlich müssen wir uns aber verabschieden. Und beim Gehen bewundern wir noch einmal das Haus und den Garten. Wir sind auch noch auf der Suche nach ein paar hölzernen Kochlöffeln. Dazu stoppen wir in einem kleinen Dorf. Und wen treffen wir da zufälligerweise? Samira. Das heißt, das ist wirklich ein Zufall, oder? Ja. Ich vorhersehe, oder? Samira bietet uns natürlich sofort seine Hilfe an. Und er besorgt uns ein paar der gewünschten Kochlöffel. If I cook, I always... Yes, you can. You remember me. Yes. Every time she's cooking, we remember Sam Fischer. Okay. Yeah. We are going to the bakery now. Von dieser Bäckerei sind wir wirklich begeistert. Und wir werden in Zukunft, wenn wir wiederkommen, hier öfters einkehren. Wir haben Samira zu Kaffee und Kuchen in die Villa Nanda eingeladen und wir freuen uns sehr, dass er dieser Einladung nachkommt. Natürlich tauschen wir unsere Facebook-Adressen und E-Mail-Adressen aus. Wenn man Kontakte zusammenfügen will. Früher hat man miteinander gesprochen und jetzt tun wir über Handy sprechen. Erklärt es mir, ich war noch nicht wo. Immer wenn wir go traveling, we do videos and show it to the parents. Samira hat uns als Geschenk eine kleine Buddha-Statue mitgebracht. Nachdem er uns verlassen hat, genießen wir den Sonnenuntergang. Am Abend besucht uns dann noch Kuma und erzählt uns von seinem Leben. Unter anderem, dass er viele seiner Familienmitglieder beim Tsunami verloren hat. Er erzählt uns auch, dass er ein eigenes Restaurant am Strand hatte, das er aber aufgeben musste nach einem Motorradunfall, bei dem er sich ziemlich schwer verletzt hatte. Wieder ist ein toller Tag vorbeigegangen und es wird Zeit, schlafen zu gehen.